sieht ja eigentlich recht vertraut aus, dieses Prototype 2. Scheint ein typischer Open-World-Titel im Stil von GTA und Konsorten zu sein. Der Held rennt durch New York, Moment. Okay, in Prototype 2 geht's nicht ganz so zu wie in GTA. Der Held James Heller ist ein waschechter Supermutant, der sich nicht nur mit einer Superfirma und deren Handlangern, sondern auch mit anderen Supermutanten anlegen muss. Warum und wie, das verraten wir im Testvideo. Spannend dabei vor allem die Frage, wie klappt die Steuerung am PC mit Maus und Tastatur? Immerhin handelt es sich hier um eine Konsolenportierung und das Original war natürlich aufs Gamepad ausgelegt. Alex Mercer ist tot, doch das sogenannte Mercer-Virus sorgt weiter für Blutvergießen in New York City. Prototype 2 versetzt uns in die Rolle des Kriegsveteranen James Heller, der seine Frau und seine Tochter durch einen Angriff Infizierter verlor. Nun kehrt er an den Ort des Geschehens zurück, um dabei zu helfen, den weiteren Ausbruch des Virus einzudämmen. Während einer Patrouille wird sein Trupp von Mutanten angegriffen und getötet. Er selbst steht dem totgeglaubten Mercer gegenüber, der ihn infiziert und für seine Zwecke einspannen will. Heller soll Mercer dabei helfen, die Blackwatch-Gruppe, die mit Zivilisten experimentiert, auszuradieren. Doch kann er Alex wirklich trauen? Wie schon Alex Mercer im Vorgänger, kämpft sich James Heller in Prototype 2 durch eine offene Spielwelt. Ganz Manhattan ist ein Kriegsgebiet, das in drei Bereiche unterteilt ist. Grüne, gelbe und rote Zonen stehen für unterschiedlich starken Virus- und damit Mutantenbefall. Doch nicht nur Zombies und andere Virusopfer machen Heller zu schaffen, denn auch die Blackwatch ist hinter ihm her. Um die Truppen an der Nase herumzuführen, kommt James die Absorbierfähigkeit gerade recht, durch die er die Gestalt von unscheinbaren Soldaten oder Wissenschaftlern annehmen kann. Das ist oft der Schlüssel, um in gegnerische Basen einzudringen. Genau wie bei Vorgänger Mercer manifestiert sich die Virusinfektion bei Heller in besonderen Fähigkeiten, die er im Lauf des Spiels sogar auflevelt. So kann er meterweit durch die Luft gleiten, seine Hände in Klingen verwandeln, einen stacheligen Schutzschild errichten, senkrechte Wände hochlaufen oder sogar Brawler zu Hilfe rufen, wenn die gegnerische Übermacht mal zu groß wird. Wie in Open-World-Spielen üblich, gibt es mehrere Quellen für Aufträge, die den Spieler kreuz und quer durch die Spielwelt scheuchen. Die Missionsziele werden im Spiel durch Markierungen angezeigt, die die ungefähre Richtung weisen. Ist der Weg trotz Mutantenfähigkeiten mal zu weit, kann sich Heller am Blackwatch-Fuhrpark bedienen und entweder in getarnter Form in ein Fahrzeug einsteigen oder es kurzerhand im Kampf kapern. Und wenn mal wieder alles zu viel wird, schaltet Heller in den Hulk-Modus, rupft den Raketenwerfer eines Panzers ab und ballert damit um sich. Das ist zwar ganz schön cool, angesichts der eher mittelmäßigen Zielfunktion aber auch ganz schön ungenau. Das gilt auch für die Kämpfe. Außer planlosem Drauflosprügeln, gelegentlichem Ausweichen und sich angesichts der einen oder anderen richtig miesen Kameraperspektive immer wieder mal die Haare zu raufen, wird in der Beziehung nicht viel geboten. Immerhin kann man dank der unterschiedlichen Mutantenfähigkeiten immer wieder mal variieren. Ohne Steam-Account werden Sie Prototype 2 auf dem PC nicht spielen können. Das Spiel nutzt Valves Vertriebsplattform als Kopierschutz. Ohne Gamepad werden Sie es hingegen sehr wohl spielen können und das auch noch sehr gut. Die Maustastatursteuerung wurde sauber und mit den passenden Anzeigen verbaut und lässt Sie locker die Kontrolle über Heller behalten. Okay, die Kloppereien gestalten sich gelegentlich etwas wirr, aber hey, das ändert sich auch nicht, wenn Sie ein Gamepad anschließen. Die Grafik profitiert vom PC. Allein schon wegen der höheren Auflösung sieht Prototype 2 auf einem Rechenknecht doch um einiges hübscher als auf den Konsolen aus. Und ein bisschen mehr Sichtweite als beispielsweise auf der Xbox 360 gibt's auf dem PC auch noch. Und wer es bisher noch nicht bemerkt haben sollte, ja, Prototype 2 gibt's nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Alpha 1-1, interrogative, are the suppression teams in position? All checks completed, Cottonmouth.
We are ready for the release teams to commence. Prototype 2 macht Spaß. Und das sogar in der leicht geschnittenen deutschen Version, in der Mutanten und Zombies zwar wunderhübsch in ihre Einzelteile zerlegt werden, doch Soldaten und Zivilisten am Stück bleiben. Im Vergleich zum Vorgänger wird deutlich mehr Abwechslung geboten, doch wirklich lohnende Nebenbeschäftigungen sucht man auch hier vergebens. Lediglich Sammelaufgaben werden als Abwechslung zu den Story- und Nebenmissionen geboten, die sich vom Aufbau her viel zu oft wiederholen. Also kein Überhammer, aber ein durchaus nettes Actionspiel, dem man eine Chance geben sollte.